Skifahren. Wir fahren jedes Jahr zum Nikolaustag, fahren wir für unsere jungen Gäste. Da kommt der Nikolaus und so weiter, kriegen ein ganz Packerl und die Kinder scheinen sich gut zu gefallen. Gell? Und diesmal ist es besonders schön, weil eben Neuschnee ist oder Schnee und das macht das Ganze noch viel interessanter. Unsere Lokomotive, die jetzt vorne dran hängt, die wurde bei mir zu Hause mit mehreren Kameraden gebaut. Die Bauzeit war etwa 8 Monate, also in einer Rekordzeit, weil wir brauchten unbedingt ein Fahrzeug, ein dampfbetriebenes Fahrzeug für unsere Anlage. Ja, wir sind da herum im Stellwerk der Anlage, der DPC, und von hier aus werden die Weichen gestellt und auch die Signale. Und meine Aufgabe ist es eben, diesen Job zu machen, und das darf ich eben seit 4 Jahren. Zuerst war ich nur der Weichensteller und heute darf ich das Stellwerk bedienen. Und ist an sich ein verantwortungsvoller Posten. An sich richtet sich alles nach mir. Wenn ich das Signal nicht freigebe, so wie jetzt, muss ich, darf ich, dann wird der Zug nicht losfahren können. Und ich kriege eben von außen das Zeichen, dass der Zug fertig ist, abgefertigt ist. Und dann stelle ich das Signal auf frei und dann fährt der Zug ab. Wie wir gesehen haben, können die Besucher bei euch unten am Gelände auch mitfahren. Wo können sie sich da informieren und wie läuft das? Ja, wir haben eine eigene Homepage und Internet, da kann man das Ganze abfragen und da werden die Vorträge dann durchgeben. Das heißt, den Fahrplan sieht man alles im Internet? Ja, fürs ganze Jahr ist dort im Internet der Fahrplan zum Abfragen und Absehen. Ja. Ja, liebe Kanal 3 Zuseher, wie Sie gerade gehört haben, hat der Verein natürlich eine eigene Homepage, und wenn Sie einmal mitfahren wollen und dieses wunderbare Erlebnis erleben wollen, dann erkundigen Sie sich auf der Homepage unter www.dpc-graz.at. Dort finden Sie den gesamten Fahrplan über das ganze Jahr und ich kann Ihnen sagen, schauen Sie es sich an, fahren Sie runter, es ist auf alle Fälle ein Erlebnis, und wir schauen uns jetzt noch ein paar Bilder an von der letzten Ausfahrt. Wiedersehen.
bergauf machen wir das.